zieht sich in den ersten paar Aktionen des Spiels in die eigene Hälfte zurück. Schert Tempo drauf, bringt den Ball in den Basler Strafraum rein. Donnerstag im Gewinn des Cups. Weniger als 17 Tore geschossen. Kommt durch. Dann Lukas Andersen. Igor Jonsson. Wir warten nach Basler Eckball. Daniel Höh mit dem Kopfball über Basler. Haben sie sich jetzt nach einer Viertelstunde auch schon ganz ordentlich eingespielt. Andersen, aber ist ganz alleine. Lässt sich immer wieder auch ins Mittelfeld zurückfallen. Dann ist aber da vorne auch. Andersen. Jonsson kann sich aber nicht so recht drehen, dafür ist Gajo anspielbereit, ja. Die Szene gibt den Grasshoppers vielleicht Auftrieb, auch etwas mehr Mumm. Am ersten Basler Angabe er vorbeigekommen, beim zweiten fädelt er ein. Daniel Höh klärt. Aber die Lücke. Der hat mehr Tempo drauf. Die Basler rein zurück, begeht das Abspiel dann schlecht, wirkt sich nicht aus. GC war da einem Treffer etwas näher als auch schon. Gajo. Sporar. Lavanche. Munsi. Munsi. Bei ihm sieht man den Willen, etwas reißen zu wollen. Donov zur Mitte und Höh. Basel zwölffacher Cup-Sieger jetzt neu. Dazu auch Basel empfängt dann zum Abschluss den FC St. Gallen. Munsi kann vielleicht einen Konter auslösen mit Lavanchy zusammen. In der Schlussrunde. Nach dem Kopfball gegen das eigene Tor. Milotic, ja, dieser Auf.